Hallihallo, da bin ich wieder. Also, als nächstes haben wir hier für eure Geschicklichkeit einen Hindernisparcours aufgebaut. So, ihr könnt schon mal gucken, hier sind unterschiedliche Sachen und ihr werdet ganz bestimmt ganz viele von den Sachen bei euch zu Hause haben. Handtücher, Pappteller, den Ball vielleicht nicht, vielleicht einen Luftballon, ganz sicher aber irgendwas Kleines, was man in der Hand oder auf einem Löffel transportieren kann. So, das wäre auch zum Beispiel eine Variante für größere Kinder. Ansonsten habt ihr auf diesem Hindernisparcours zur Erschwernis einige Gegenstände liegen. Stellt euch vor, das ist euer Couchtisch oder euer Esstisch. Da liegen vielleicht Sachen ganz dicht am Rand. Das heißt, wenn man da gegenkommt, dann fällt da auch mal was runter. Das sind Fehler. Die sollen möglichst nicht runterfallen, denn es geht ja um Geschicklichkeit. Ihr versucht also, dass alles oben liegen bleibt. Wenn es verschoben wird, kein Problem. Wenn es fällt, tja, dann am besten zurück zum Anfang. Aber ihr könnt natürlich auch weitermachen. Ist ja euer Parcours und ihr könnt hier ganz allein entscheiden, wie eure Regeln sind. Von mir ist es hier nur eine Idee für euch, eine kleine Vorgabe. Wie gesagt, hier haben wir unseren Esstisch. Das Kissen haben wir von der Couch gemopst. Ja? Bei den Kissen müsst ihr ein bisschen aufpassen, gerade wenn ihr glatten Boden habt. Wenn ihr nicht so ganz gerade drauf tretet, dann rutschen die auch mal gerne. Da kann man hinfallen und sich wehtun. Passt ein bisschen auf. Vielleicht ist das aber was für eure größeren Geschwister. Ja, da könnt ihr den Parcours ein wenig mit erschweren. Gut, wir haben hier Pappteller, auf die kann man treten, ohne überzutreten nach Möglichkeit. Hier haben wir ein Hindernis zum Übersteigen, entweder drüber klettern oder, je nachdem wie sportlich ihr seid, raufspringen, wenn es nicht ganz so hoch ist. Gibt ja auch kleine Sachen. Dann haben wir hier eine kleine Matte. Da könntet ihr zum Beispiel einen Purzelbaum machen, eine Rolle oder euch seitlich lang rollen oder einfach drüber krabbeln. Manchmal ist das auch schon eine ganz tolle Sache, wenn man einfach mal runter geht auf alle vier Beine. Alle vier Beine? Naja, fast. Auf Hände und Füße. Hier was Kleines zum Balancieren. Ihr merkt schon, es steht mit einer Ecke hier oben drauf und auf einmal ist es gleich viel wackeliger. Denkt dran, auch hier ist wieder ein kleines Fehler mal. Wenn der runterfällt, dann scheppert es und man hört es gleich. Also Fehler, aufpassen, dass nichts runterfällt. Achtet bei diesen Sachen bitte drauf, dass das nichts ist, was, wenn es runterfällt, kaputt geht oder Schaden macht. Also, wenn ihr das mit Gabeln macht, der nächste rutscht weg, tritt drauf, kann sich wehtun. So ein Löffel ist da viel besser. Achtet dann bitte auch drauf, dass es möglichst keine Plastikgeschirrsachen sind. Ja, auch hier, wenn der andere runterfällt, draufspringt, kann das kaputt gehen. Ist nicht schön, einmal weil es kaputt ist und natürlich auch, weil ihr euch wehtun könnt. Von hier aus könnt ihr weiter hier balancieren. Ja, wir haben hier auch wieder was, unser wackeliges Handtuch, jetzt mit Löffeln drauf, ja, die vielleicht auch mal sich bewegen, vielleicht auch mal runterfallen. Bisschen aufpassen hier, wenn ich da drauf trete, könnte auch die Klammer runterfallen. Je nachdem, wie fit ihr seid, wie geschickt ihr seid und wie super ihr hier diesen Parcours bewältigen könnt. Hier haben wir unseren Couchtisch, hatte ich ja schon erzählt. Hier geht es dann einmal unter durch. Ist das gar nicht schlecht, wenn es ein bisschen glatter ist. Kann man sich gut durchziehen. Für euch Sportskanonen ist das ja überhaupt kein Problem. Dann haben wir die Möglichkeit, diesen Hindernisparcours auch noch ein bisschen zu erschweren, indem wir nicht Hände und Füße frei haben. Also, ihr könntet, die größeren Kinder unter euch könnten versuchen, mit dem Fuß oder mit den Händen einen Ballon hochzuhalten. Ja? Achtet
achtet ein bisschen drauf, dass ihr immer noch gucken könnt, wo ihr hintretet. Ja, auch diese Pappteller hier können rutschig werden, wenn ihr sie auf dem glatten Boden habt. Ja, auch hier aufpassen, das Handtuch, ja, auch hier das aufgerollte Handtuch und dadurch, was mache ich da? Naja, vielleicht darf ich ihn dann mal kurz in die Hand nehmen und einfach dann unterdurch rutschen. Oben drüber, was mache ich? Vielleicht spiele ich ihn mal ganz hoch und guck mal, ob ich dann hier rüber komme. Oh, nicht geschafft, aber ist ja nicht schlimm. Wichtig ist, die Bücher bleiben oben. Auch hier wieder eure Regeln. Macht ihr es mit Büchern, ist es schlimmer, wenn ein Buch runterfällt, als wenn der Luftballon auf den Boden fällt. Und wenn ihr die Hände so ein bisschen mehr blockieren wollt, könnt ihr das mit einer großen Kelle machen oder mit einem kleineren Löffel. Dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Der fällt schneller mal runter. Ihr könnt auch die Ballgröße variieren. Ja? Wenn ich mich hiermit jetzt bewegen soll, seht ihr das schon, ist es ein bisschen schwieriger. Na gut, ganz schön schwierig ist das. Das gleiche könnt ihr auch machen, indem ihr euer Eis balanciert. Ja? Ihr legt was auf einen leeren Becher, am besten auch hier wieder Pappe oder auch Plastikbecher und könnt damit dann auch balancieren. Zwischendurch mal ablecken, nein, bitte nicht, ne? Ist ja irgendwie nicht so schön, aber könnt hier drauf balancieren. Mit dem könnte man tatsächlich auch versuchen, hier unter dem Tisch durchzuklettern, während man aufpasst, dass der Ball nicht runterfällt. Okay, geschafft. So, ja, würde ich sagen, das ist doch ein ganz schöner Parcours. Es gibt übrigens noch die Möglichkeiten, auch hier wieder für die ganz coolen unter euch, diese Spielchips, die ich euch schon mal gezeigt hatte, da könnt ihr natürlich auch ganz einfache Münzen nehmen. Auch hier könnt ihr die zum Beispiel übereinander stapeln. Ihr dürft die dann nur mit zwei Fingern nehmen. Oder ihr legt diese Chips in die Kelle und passt dann ein bisschen auf, dass sie möglichst nicht runterfallen. Ja? Je kleiner der Löffel ist, desto schwieriger wird es natürlich auch, damit etwas zu balancieren. Also in diesem Sinne, viel Spaß! Hallo, ich schon wieder. Also, das nächste Spiel, das kennt ihr alle, Drachenschwanz. Und zwar spielen wir das ja, wenn wir das zusammenspielen, immer mit diesem Seil. Das ist mein Drachenschwanz. Falls ihr zu Hause kein Seil habt, ihr könnt auch ein Handtuch aufdrehen. Auch hier wieder, damit es so ein bisschen zusammen bleibt, kann man dann unten einen leichten Knoten reinmachen. Bitte nur ganz leicht, weil wir damit rumwirbeln. Wenn der dann mal ein bisschen höher fliegt und der Knoten mich im Gesicht trifft, kann das schon ein bisschen blöde sein. Also, falls ihr kein Handtuch habt oder ein dünneres Handtuch nehmt, geht es vielleicht noch ein bisschen besser. Ich mache das jetzt einfach mal vor mit dem Seil. Ich bin der böse Drache, hier in meiner Höhle. Und ihr kommt als Kinder zu mir und wollt mich ein bisschen ärgern. Dann wache ich auf und weil ich so wütend bin, peitsche ich mit meinem Drachenschwanz. Wenn ich euch damit treffe, der wird bitte nur unten rumgeschwungen, ja? Wir wollen den nicht im Gesicht haben, sondern nur an den Beinen, das tut auch nicht weh. Ja? Einfach nur locker hin und her schwingen und versuchen, die Mitspieler zu erwischen. Wenn ich euch erwische am Fuß oder ihr springt drüber, versucht es zumindest und tretet mir aus Versehen auf den Schwanz drauf, gibt es eine kleine Strafe. So. Ihr bekommt dann eine kleine Aufgabe. Das kann entweder sein, einmal zu einer bestimmten Wand, die ihr vorher vereinbart habt, zu laufen, anzuticken und wieder zurückzulaufen. Oder ihr könnt einmal wenn ihr das draußen spielt, um das Spielfeld herumlaufen.
Ihr könnt zum nächstgelegenen Baum laufen, einmal anticken, wieder zurückkommen. Ihr könnt aber auch außerhalb der Drachenhöhle eine kleine Aufgabe erledigen, wie zum Beispiel einen Froschsprung oder drei Froschsprünge oder für die größeren Kinder einen Liegestütz oder einen Purzelbaum, eine Rolle. Das sind immer super Sachen, wenn man draußen ist, auf einer großen Wiese, dann kann man ganz viel laufen. Ja, wie gesagt, zum Baum oder zum nächsten Busch laufen oder einmal um die Mutti rum, die dann da hinten steht. Es ist alles möglich. Okay, auf jeden Fall werdet ihr mit diesem Spiel viel Spaß haben. Hallo, ich habe vorhin diesen schönen Prospekt in der Post gehabt, aber den brauche ich gar nicht. Und ich könnte den jetzt einfach wegschmeißen, aber wir können damit auch vorher noch ein schönes Spiel spielen. Und zwar, da freuen sich alle Eltern, das Spiel heißt Aufräumen. Aber liebe Kinder, jetzt nicht gleich losschreien, so schlimm ist dieses Spiel nämlich gar nicht. Denn wir haben dafür ein paar Sachen, die werde ich jetzt mal kurz holen. Das kann alles Mögliche sein. Und zwar, ihr kennt das ja vielleicht zu Hause, liegen Hosen rum, T-Shirts, irgendwelche Kuscheltiere oder vielleicht von Papa aus dem Fußballverein die alten Stutzen. Weg damit. So, wenn ihr mit den Klamotten nicht spielen dürft, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, denn eure Eltern finden das bestimmt total toll, wenn Klamotten durch die Gegend fliegen. Es gibt natürlich auch solche Sachen, kleine Bälle. Manche von euch haben diese Jonglierbälle. Falls ihr die nicht habt, kommt jetzt nämlich hier dieser tolle Prospekt in Aktion. Und zwar, man knüllt den und kann den auch wunderbar werfen. Und darum geht es jetzt hier in unserem Spiel. Wir haben durch diese Linie markiert zwei Spielfelder. Das könnt ihr zu Hause, wenn es mal draußen regnet, auch wunderbar durch einen Türrahmen hindurch spielen. Und zwar vom Kinderzimmer am besten ins elterliche Schlafzimmer. Dann können wir nämlich die Sachen, wenn wir aufräumen, einfach rüber zu Mutti und Vati ins Schlafzimmer schmeißen. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere nicht so ganz zufrieden damit ist. Und jetzt machen Mutti und Vati nämlich Folgendes. Die schmeißen das Zeug einfach zurück zu euch. Und schon habt ihr die Sachen wieder bei euch im Zimmer. Was soll jetzt der Käse eigentlich? Tja, wir machen das so, es läuft die Zeit. Und zwar nach einer bestimmten Zeit, die ihr vereinbart. Je nachdem, liebe Eltern, wie groß eure Kinder sind, wie alt eure Kinder sind, besser gesagt, kann das sein eine Minute, das kann aber auch sein zwei, drei Minuten. Wenn man das Spiel draußen spielt, mit Bällen, die auch mal weit wegkullern, kann das verdammt anstrengend sein. Also habt ein bisschen Einsehen mit euren Kindern und jagt sie nicht zu weit nach draußen. In der Wohnung bieten sich immer so ein, zwei Minuten an. Okay, das Schöne ist, die Sachen, die kullern nicht weit, wo die hinfallen, da bleiben sie liegen. Ich kann sie gut greifen und wenn ich mal was abbekomme, tut es nicht weh. Genau das gleiche hier mit unserem Prospektknödelchen. Die kann ich auch gerne mal auf den Kopf kriegen oder rüberköpfen und das tut nicht weh, aber ich habe eine schöne Menge, die ich damit werfen kann. Wenn die Zeit um ist, dann wird natürlich nachher geguckt, wer ist denn jetzt der fleißigere Aufräumer? Die Spieler im elterlichen Schlafzimmer oder das Kind im Kinderzimmer? Also ich würde sagen, das Kinderzimmer ist sauber. Das Kind hat gewonnen. Dankeschön. Ich schon wieder. Die kennt ihr noch, oder? Das sind die Klammern. Und ihr kennt das Spiel, was ich so gerne damit spiele. Übrigens auch mit den Erwachsenen, die das aber tierisch anstrengend finden, wenn wir es in der großen Sporthalle spielen. Okay. Soll heißen, dieses Spiel ist tatsächlich für klein und groß echt ein Renner. Und zwar Renner sogar im bildlichen Sinne. Und zwar, jeder bekommt eine Klammer hinten angeklammert.
Entweder nehmt ihr Wäscheklammern, wenn ihr keine Wäscheklammern habt, könnt ihr auch ersatzweise Socken oder kleine Tücher nehmen, die ihr euch als Schwänzchen hinten ranhängt. Die sollten wirklich auch leicht abgehen, ohne am besten, dass die Hose mit runtergezogen werden muss. Ja, also wirklich nur einmal dran ziehen und es geht ab. Genau das gleiche bei der Wäscheklammer, wenn man das Hemd aus der Hose raus hat. Hier, sie geht super ab. Es geht jetzt darum, jeder hat eine kleine Wäscheklammer, ein Schwänzchen hinten hängen. Und auf Kommando geht es los wie der Wirbelwind. Jeder rennt hinter dem anderen her und versucht seinem Partner, seinem Gegner, diese vermaledeiten Klammern zu klammern. Ihr könnt euch vorstellen, das ist ganz schön anstrengend. Denn meistens haben wir nicht nur einen Gegner, wir haben ja alle Gegner. Denn dieses Spiel ist wirklich jeder gegen jeden. Es gibt keine Freunde, es gibt nur Feinde, die meine Klammer haben wollen. Wenn ich von jemandem eine Klammer geklaut habe, dann klemme ich sie mir vorne ran. Und jetzt kommt das Besondere, vorne darf die Klammer nicht geklaut werden. Es werden nur die Klammern hinten vom Po geklaut oder bei den Tüchern eben genau das Gleiche. Ich kann sie mir in den Hosenbund vorne stecken, ich kann sie mir in den Ärmel stecken oder wohin auch immer. Euch fällt schon was ein. Auf jeden Fall, es dürfen nur die Tücher von hinten gemopst werden. Ja? Ihr könnt auch variieren und sagen, wer eine Klammer von jemand anderem geklaut hat und hinten selbst keine mehr hat, der darf sich die hinten ranklammern. Dann kann das Spiel verdammt lange gehen. Und wie gesagt, wenn ihr das auf einer Wiese spielt, im offenen Raum, begrenzt es ein bisschen. Denn sonst wird es sehr, sehr weitläufig. Ja, was haben wir noch? Ich würde sagen, das war's eigentlich. Viel Spaß damit. Da bin ich schon wieder mit meinem Freund, dem Luftballon. Tolle Sache, leider hat man die nicht immer, wenn man sie braucht. Was man aber irgendwie immer hat, auch wenn man mal spontan irgendwo ans Wasser gefahren ist, es ist warm draußen, wir haben immer Socken dabei. Ja? Und die können wir auch ineinander stecken. Und dann haben wir nämlich schon wunderbar aus zwei Socken oder aus mehreren, wie ihr wollt, haben wir dann schon einen kleinen Ball gemacht oder einen Schleuderball. Ja, irgendwas, was fliegt, was sich fangen lässt, was vielleicht ein bisschen riecht. Aber das ist eine andere Geschichte. Okay, also, Ballonball heißt dieses Spiel. Es geht aber tatsächlich auch mit jedem anderen Ding, was sich irgendwie hochschlagen, köpfen, hochtreten lässt. Ja, ich würde sagen, das ist eine feine Sache. Und auch notfalls haben wir hier wieder unsere alten Prospekte oder die Zeitung vom Wochenende, die wir nicht mehr brauchen. Bei diesen Sachen fragt bitte Mutti und Vati, nicht, dass die mit der Zeitung noch irgendwas anderes vorhaben. Okay, und dann kann man damit Ballonball spielen. Entweder geht es nur darum, den hochzuhalten, dass er nicht auf den Boden fliegt. Ja, kann man wunderbar mit ganz vielen Leuten spielen, alle gegen die Schwerkraft. Es geht nur darum, dass der Luftballon nicht auf den Boden fällt. Ihr könnt es natürlich auch im Team spielen oder zwei Leute, einer gegen den anderen. Dann solltet ihr ein paar Regeln befolgen. Und zwar, dass der Ball vielleicht immer von unten, der Ballon immer von unten geschlagen werden muss. Damit nicht das Problem ist, dass wir unsere Faddis haben, die dann denken, sie sind Boris Becker und den Ball nach unten schmettern. Das heißt, immer von unten nach oben spielen, damit der andere auch eine Chance hat, den Ball zu erwischen oder den Ballon oder das Knöllchen oder die Socken. Viel Spaß damit. Ach, ihr seid schon wieder da. Ja, ich spiele hier nicht Karten, sondern ich habe das nächste Spiel für euch vorbereitet. Das kann man mit einem Quartett spielen. Falls ihr nicht wisst, was ein Quartett ist, eure Papis, die wissen das. Oder die großen Brüder. Ich hoffe doch. Oder habt ihr nur noch Fortnite im Sinn? Ich denke nicht.
Also, Quartett heißt, vier Gleiche müssen gesammelt werden. Ja? Wir haben jetzt hier eine Variante mit einem Kartenspiel. Das Kartenspiel, wenn ihr das von den Eltern nehmt, fragt sie bitte. Denn hier kann es mal vorkommen, dass die Karten verknicken oder dass, manchmal passiert auch das, mal eine Karte verloren geht oder auch mal kaputt geht. Es wäre schade, wenn das mit Papas neuem Skat-Kartenset passieren würde. Also, ihr habt hier Karten und zwar müsst ihr gucken, ihr müsst nicht das ganze Kartenset nehmen. Es sind immer vier Farben, sogenannte vier Farben, auch wenn es nur schwarz und rot ist. Aber wir haben Karo, Herz, Pik und Kreuz. Diese Kartenfarben haben immer die gleichen Karten auch hierbei. Wir haben vier Buben in jeder Kartenfarbe in Karo, Herz, Pik und Kreuz. Wir haben vier Damen, Karo, Herz, Pik, Kreuz. Wir haben vier Könige. Wir haben vier Asse. Je nachdem, mit wie vielen Leuten ihr das spielt, denn dieses Spiel kann man entweder zu zweit spielen oder mit vier Leuten, dass jeder in einer Ecke ist. Oder aber mit Teams, das heißt, man kann auch wirklich hier vier Leute stehen haben, hier vier Leute stehen haben, wie auch immer. Gelaufen wird immer einzeln, aber vorher werden die Karten nochmal gut durchgemischt. Für gewöhnlich haben die Karten alle die gleiche Rückseite. Das ist jetzt hier nicht ganz so, weil ich ein großes Kartenspiel habe, da gibt es rote und blaue Rückseiten. Die gibt es aber normalerweise auch in einer Farbe. Fragt euren Papi, der weiß das. Mutti wahrscheinlich auch, wenn die irgendwie eine alte Romé-Spielerin ist oder so. Die kennt sich auch aus. Hier haben wir unsere Karten. Die mische ich jetzt mal so ein bisschen. Und dann wisst ihr ja, wir haben vier Kartenfarben. Karo, Herz, Pik und Kreuz. Ich nehme jetzt mal an, wir haben auch vier Spieler. In jeder Ecke steht einer. Das heißt, ihr müsst euch merken, bin ich Kreuz oder bin ich Karo, bin ich Herz oder bin ich Pik. Wir haben normalerweise ein etwas größeres Spielfeld. Dann werden die Karten gemischt. Stellt euch einfach eine große Sporthalle vor. In jeder Ecke steht einer. Und nur in der Mitte sind diese Karten auf dem Boden verteilt. Witzig, fast nur blaue. Auf das Startsignal hin starten die Spieler aus ihren Ecken, alle gleichzeitig, auf den Kartenhaufen. Wichtig ist, ihr dürft euch nur eine Karte zur Zeit nehmen, guckt drunter, welche Karte das ist, überlegt, bin ich Kreuz oder Herz oder Pik oder Karo? Ich komme jetzt von der Karo-Ecke, das heißt, mit Kreuz kann ich gar nichts anfangen, dann lege ich die wieder hin. Nach Möglichkeit gucke ich da aber so drunter, dass die anderen das nicht sehen. Denn hier hinter mir der Kollege, der braucht genau diese Karte. Ich kann sie genau wieder dahin legen, ich kann aber auch tricky sein und lege die woanders wieder hin. Bitte in einem abgesprochenen Rahmen. Ne? Nicht, dass ich die irgendwo mit ganz weit weg irgendwo mit hinfeuere. Dann muss ich wieder zurücklaufen. Wenn wir mit mehreren Leuten spielen, schlage ich den nächsten ab und der läuft hin, flitzt hierher und guckt, wieder ein Kreuz, Mist, schmeißt die wieder weg, läuft wieder zurück. Mal gucken, ob ich irgendwann einen Karo einmische. Karo, Karo König, den brauche ich. Das heißt, ich laufe zurück und lege den Karo König hier bei mir hin. Das mache ich so lange, bis ich, das seht ihr jetzt mal gerade nicht, bis ich die Karo Dame habe, den Karo Buben habe, es fehlt noch das Karo Ass. Natürlich die letzte Karte, nein, doch diese Karte. Jetzt habe ich hier meinen Satz vollständig. Und zwar Karo Bube, Dame, König, Ass. Wenn wir
Karo-Leute unseren Satz vollständig haben. Sobald der Letzte mit der Karte ankommt, schnell hinsetzen, damit die anderen wissen, Mist, Karo hat schon alle Karten vollständig gesammelt. Jetzt dürfen die anderen drei Partien auch noch versuchen, wenigstens Zweiter zu werden oder ganz zum Schluss zumindest Dritter. Wenn man das nicht schafft, ist ja nicht schlimm, ist ja nur ein Spiel. Funktioniert super. Ganz wichtig, guckt bitte vorher, dass ihr auch alle die gleichen Karten habt. Ja, also entweder ihr macht es mit einer Anzahl oder ihr macht es tatsächlich mit einer Reihenfolge, dass ihr sagt 10 Bube, Dame, König, Ass oder nur Bube, Dame, König, Ass oder vielleicht auch, wenn es mal schnell gehen muss, dass man nur das Karo Ass finden muss. Ja, okay. Für die Herzleute gilt natürlich das Gleiche. Die müssen Herz, Bube, Herz, Dame, Herz, König, Herz, Ass sammeln. Wenn die das geschafft haben, setzen die sich schnell hin. Dann geht es für die beiden Kameraden hier noch um die Wurst. Platz 3. Wer weiß, wer es wird. Viel Spaß damit!